Hey, da ist ja Susi Schraube. Mal sehen, was sie heute wohl erfindet. Guten Morgen, Freddy. Aufstehen, du Schlafmütze. Na, Freddy, haben wir einen neuen Auftrag? Ah ja, Tille, 5 Jahre alt, schreibt... Liebe Susi, meine Eltern haben immer irgendwas zu tun und wenig Zeit für mich. Sie müssen immer weg oder telefonieren die ganze Zeit. Kannst du mir nicht etwas erfinden, dass sie tun müssen, was ich will? Danke, dein Tille. Lass mich mal überlegen. Eltern, die mehr Zeit haben. Vielleicht braucht Tille einfach nur ihre Handys zu verstecken. Aber dann würden sie vermutlich die ganze Zeit nur ihre Handys suchen und hätten auch keine Zeit. Nein. Wie wäre es, wenn man sie einfach ankettet? Dann können sie auch nicht weg oder zum Handy gehen. Aber das wäre gemein. Und sie hätten bestimmt keine Lust, mit Tille zu spielen. Nein, wir brauchen eine andere Erfindung. Na, Susi, so leicht sind Eltern wohl doch nicht zu steuern. Ah, jetzt habe ich. Wir bauen eine Elternfernbedienung. Wir brauchen eine Antenne. Na also, die wird reichen. Ja, da sollte alles reinpassen. Susi, wir haben keine Ahnung, was du da wieder vorhast. So, fehlt nur noch... Freddy, bitte lächeln. So, Freddy, nur noch das Foto hier rein. Jetzt ist er fertig. Da kommt normalerweise natürlich ein Foto von den Eltern rein, damit man sie steuern kann. Aber heute testen wir die Fernbedienung an dir, Freddy. Na, Susi, ich glaube, Freddy ist nicht so begeistert davon. Stopp, Freddy. Du musst mir jetzt helfen und mitmachen. Und nun komm zu mir, Freddy. Das klappt ja wunderbar. Ob Freddy das genauso sieht, Susi? Und nun spiel Fußball mit mir. Ach, wie süß. Freddy muss tun, was ich will. Das wird Tille gefallen. Problem gelöst. Ohne Fernbedienung macht's noch viel mehr Spaß. Oder, Freddy?